Dieses Auto hier, das kennen Sie, der Porsche 911, seit 1963 auf dem Markt, also seit 55 Jahren quasi der deutsche Sportwagen. Und wenn Sie den jetzt sehen, denken Sie, okay, den kenne ich auch. Stimmt aber nicht ganz. Das ist der neue Porsche 911 und der wird in diesen Tagen auf der LA Auto Show präsentiert. Wir gucken mal, was sich bei der 8. Generation innen und außen verändert hat. Porsche 911 der Generation 992. Das erkennt man ganz schnell direkt von vorne, auch wenn man denkt, der sieht eigentlich aus wie der alte. Ausgestellte Kotflügel hier vorne wie der erste 39 Turbo. Sieht ziemlich cool aus, sind 4 cm mehr Spur. Und was 4 cm sind, kann man merken, wenn Sie sich vorstellen, 4 cm breitere Reifen, das wäre schon extrem cool. An der Seite im Prinzip das bekannte Modell, allerdings hier elektrisch einfahrbare und ausfahrbare Türgriffe. Das gab es bisher noch nicht. Fasst sich ziemlich gut an und vor allen Dingen fährt es dann irgendwann auch elektrisch mal wieder rein, wenn man in Fahrt ist. Ist viel aerodynamischer. Die Änderungen kommen aber tatsächlich hier am Heck. Das ist komplett neu. Wer jetzt sagt, sieht ein bisschen aus wie beim Panamera, stimmt natürlich. Allerdings so breit waren 911er tatsächlich in der Grundausstattung noch nie. Das Grundmodell Porsche 911 Carrera ist so breit wie der ehemalige Allradler. Ziemlich cool. Hier hinten übrigens zweimal stehende Bremsleuchten, das soll die 11 symbolisieren vom Porsche 911. Dann geht's weiter, hier sehen wir noch was, und zwar 21 Zoll Räder an der Hinterachse sorgen dafür, dass der, finde ich, richtig gut steht. Und alles in allem, auch wenn man auf den ersten Blick den Eindruck hat, okay, das ist ein 11er und da hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert, je mehr man auf die Details guckt, desto mehr ist da tatsächlich neu. Unterm Strich nicht ganz porentief rein, denn die Plattform teilt er sich mit dem 991, aber ein nagelneues, richtig gutes Auto. Und ich finde, diese Grenze zwischen zu wenig machen, damit die Leute sich wiedererkennen, und zu viel machen und es sieht gar nicht mehr aus nach 11er, die hat das Designteam und Michael Mauer hier perfekt getroffen. Einen neuen Porsche 911er fahren heißt vor allen Dingen im Innenraum, man hat endlich Platz. Das kennen wir schon von der jetzigen Generation. Hier ist es ganz genauso. Die Abmessungen haben sich im Prinzip nicht verändert. Das heißt, ich mit meinen 2 Metern habe Platz über dem Kopf, habe Platz nach vorne, ganz wunderbar. Was aber tatsächlich neu ist, ist das Ambiente. Hier trifft nämlich irgendwie die Moderne die Klassik. Auf der einen Seite ein Touchscreen hier in der Mitte und digitale Instrumente wie im Panamera. Und auf der anderen Seite so eine horizontale Aufteilung, die an den ersten 911er erinnert. In Kombination eine wirklich coole Sache und das erste Mal, dass Porsche im Innenraum richtig neu geworden ist. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das kennen wir auch schon vom jetzigen 11er, ist so geblieben. Und tatsächlich sind die Motoren seit dem Facelift auch nur überarbeitet worden. Heißt, es gibt 2 Turbomotoren, ein Einstiegsmodell, einen S. Die genauen Leistungsdaten verrät Porsche noch nicht. Da gibt es noch ein bisschen Probleme mit der Zertifizierung in Deutschland, nur so viel. Das Einstiegsmodell wird deutlich unter 400 PS bleiben. Das S-Modell, wie hier, 3.0 S steht da, wird rund 450 PS haben. Bleiben noch 2 entscheidende Fragen zu klären, nämlich erstens, wann kommt er auf den Markt und zweitens, was kostet er? Auf dem Markt ist relativ einfach, nämlich er kommt im Februar, die Preise sind noch nicht ganz fest, allerdings das S-Modell, wie es hier steht, wird bei ungefähr 120.000 Euro starten.